trinke jetzt erstmal was Alkoholfreies vorher. Bevor du ein Alkoholfreies trinkst. Genau. Bevor du ein guter alkoholfreies Joyboy Vitaminbier dir durch die Kehle rinnen lässt. Was ist denn das überhaupt? Ich mache hier Werbung. Ja, was ist das für ein Cappy eigentlich? Ist das jetzt neu? Ja, klar ist das neu. Bei uns im Shop. Im Shop? Im Shop. Check den Shop. Den Shop. So, was trinkt man jetzt? Ein Joyboy. Ein Vitamin C plus B12 plus B9. Vitaminbier, ey, was gesundet. Von Joyboy mal wieder. Haben wir schon mal getestet, aber da hatten wir noch nicht so ein geiles Biertasting-Protokoll. Alkoholfrei. Isotonisch. Blau, Vitaminbier. Natürlich alkoholfrei. Das ist ein unvergleichbar hopfiges, intensives Geschmackserlebnis. Pure Braukunst verfeinert mit Immunsystem stärkenden Vitaminen und Mineralien. Unser Vitaminbier schmeckt allein nach dem Training genauso gut wie mit deinen besten Freunden. Also Optik, ein Punkt. Ich klopfe an. Rein. Mit Vitaminbier. Glück, 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 oder? Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Prost. Leberhaken oder Koppennacken? Oder was? Isotonisch, gleich bist du wieder wach. Na, riecht schon mal gut. Also so. Na, mal gucken. Von Sportler für Sportler. Du darfst das gar nicht trinken. Süß. Säure, aber eine angenehme Säure. Ja. Schmeckt total künstlich. Oder? Riecht definitiv künstlich. Ja. Sofort, das hat ja sowas von. Ja, in welche Richtung geht das? So Energy Drink, ja, so ein bisschen. Ja, aber nicht süß. Überhaupt nicht süß. Halt so den säuerlichen Geschmack nicht zu sauer, aber so auf einer Ebene sauer. Leicht sauer, sagen wir mal so. Das hat von der Vergangenheit. Hat es, glaube ich, nicht so gut abgeschnitten bei uns. Nee. Ich habe mir jetzt nicht extra nochmal Video rein gezerrt, weil ich will da ein bisschen. Ah ja. Nicht so voreingenommen rangehen hier an die Sache. Also vom Geschmack her ist das jetzt nicht so pralle. Ich habe auch schlimmer getrunken schon mal. Ja, definitiv. Der Joyboy Zitrone hat 5 Punkte bekommen. Schmeckt das besser oder schlechter als der Joyboy Zitrone? Das hier. Ja, weder noch, also 5. Ich finde auch, ich hätte jetzt, schmeckt ja anders. Aber es ist, ja, genau. Genauso, also ja. Genau so mehr oder weniger genießbar wie das andere, ja. Ja, ja, wäre auf so etwas säuerliche, alkoholfreie, 10 Punkte, vitaminmäßige Energy Drinks steht, der sollte sich das mal zu Gemüte führen. Ja, also ist ein alkoholfreies Bier mit Vitamine drin, also. Und Blech. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Geb dein Bedauern nun laut kund und trink ein Gebräu edlerer Klasse. Mann, ey, also Bier. Das gute alte Dittmarsch, Alter. Zum Wohl. So, ja. Wir testen das Ganze ja hier mit dem Bierprotokoll. Ist ja kein Wunder, dass das nicht gut abschneidet. Aber ist trotzdem. Wir vergleichen jetzt hier alles einmal mit demselben Protokoll, um dann abschließend einmal zu sagen, was uns am besten geschmeckt hat und was am weniger besten. Tja, ich kann mir schon vorstellen, welcher mein Sieger ist. Aber ja, der kommt ja zum Schluss. Also, das Beste kommt ja meistens zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss, ja, komischerweise. Manchmal auch durch Zufall, ne? Trinken wir denn als nächstes? Warte kurz. Das einzig wahre. Ein Schluck Wasser. Warsteine. Achso. Ich wasche mich jetzt nur. Ein bisschen die Achseln befeuchten. Da den Drescher für den ganzen Körper, ja, hör mal.
Wir sollen doch sparen. So fett wie du bist. Das wird dir spart. Natürlich. Nun zeig doch mal, wie sieht denn die Flasche aus? Warsteiner? Ja. Kennst du die nicht? Warte. Nee, trink nicht so auf Bier. Schwarz-golden. Also, unbedingt wieder einschalten, Kanal abonnieren. Liken, teilen, kommentieren. Genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.